Hey Jomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 Gangs von Night City. Vor einigen Monaten hatten die Leute von Simon Entertainment sich bereits einmal zu dem Thema geäußert, aber danach hörte man lange nichts mehr davon. Bis heute, beziehungsweise ich glaube, das ist jetzt schon gestern. Egal, heute oder gestern gab es nämlich ein Stream, in dem das Cyberpunk 2077 Brettspiel offiziell angekündigt wurde. Die Finanzierung soll über Kickstarter laufen. Die entsprechende Kampagne ist noch nicht live, aber die wird wohl bald sicher starten. In die Box packe ich dir einen Link zu der Kampagne. Dort kannst du dann auch einen Alarm einstellen, damit du informiert wirst, sobald die startet. Bei Cyberpunk 2077 Gangs of Night City dreht sich alles, wie der Titel schon sagt, um Gangs. Als Anführer einer Gang ist es unsere Aufgabe, unsere Gang groß und mächtig zu machen. Insgesamt 4 Spieler können mitmachen. Dafür stehen 4 Gangs zur Wahl. Die Maelstroms, die Tiger Claws, die Valentinos und die Voodoo Boys. Jede Gang hat ihre Stärken und Schwächen, die man gekonnt einsetzen kann bzw. aus dem Schussfeld heraushalten sollte. In der Gang selbst wird es 3 verschiedene Klassen geben, Netrunner, Solo und Techie, die jeweils ihre ganz eigenen Fähigkeiten mit sich bringen werden. Wer mächtig und groß oder mächtig groß sein will, braucht Territorium und genau darum wird gekämpft, um immer mehr Teile von Night City unter den Einfluss der eigenen Gang zu bringen. Damit das gelingt, benötigen wir eine Menge Kanonenfutter, ich meine natürlich Leute, Menschen, wichtige Gangmitglieder, die man in Night City rekrutieren kann. Dabei kommt es zum einen auf dein Street Cred Level an, denn niemand will für Loser arbeiten, aber auch wie prall gefüllt die Gangkasse ist, denn ohne Euro, Dollar, also Annies, läuft eben auch bei den Gangs absolut nichts. Aber wahrscheinlich kann man diese auch von anderen Gangs erbeuten, aber da bin ich mir gerade nicht wirklich sicher. Auf jeden Fall wird das Brettspiel eine klare Ausrichtung auf Area Control haben. Es wird also keine Story-Kampagne oder sowas geben, wohl aber verschiedene Ereignisse, die Situationen und Regeln wohl komplett verändern können, wodurch das Spiel in eine völlig andere Richtung laufen kann, was dann wiederum Auswirkungen auf das Ende haben soll. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Wichtig ist auf jeden Fall auch, dass wo Cyberpunk 2077 draufsteht, auch wirklich Cyberpunk 2077 drin ist. Das Boardgame soll absolut Kanon sein und wir werden dort sogar auf altbekannte Gesichter treffen. So wurde Victor, Carrie, River, Takemura, Nix, Rogue, T-Buck und sogar Judy und Jackie angekündigt. Interessanterweise spielt sogar Johnny eine Rolle. An dieser Stelle wirst du dich nun wahrscheinlich fragen, wie das gehen soll. Ganz einfach, die Ereignisse spielen vor denen von V. Wir werden also auf die ganzen Leute treffen, die ihrerseits noch nie von V gehört haben. Das bietet natürlich auch eine sehr coole Chance, dass wir vielleicht etwas mehr über die Vergangenheit der Leute erfahren. Aber hier darf man wohl nicht zu viel erwarten, denn es geht ja hier nicht primär um eine Story, aber es wäre schon Max Nova, wenn die da wirklich ein wenig was reinpacken würden. Alle diese bekannten Persönlichkeiten gelten als Edgerunner, die man rekrutieren kann. Jede dieser Einheit verfügt natürlich über ihre ganz einmaligen Fähigkeiten. Bei T-Buck muss man wohl nicht lange raten, welche Fähigkeiten das sein könnten. Ob die Edgerunner von jeder Gang gebucht werden können oder ob es da Abneigung geben wird, ist nicht bekannt. Aber mir würde es super gut gefallen, wenn nicht jeder mit jedem zusammenarbeiten könnte. Da es sich um ein Brettspiel handelt, gibt es natürlich auch Figuren und für alle die eben genannten Edgerunner, als auch für die 3 Gangklassen, wird es natürlich entsprechende Figuren geben, die man dann durch Night City, also dem Spielfeld, bewegen kann. Die Leute von Simon Entertainment warnten aber auch direkt davor, denn das Spiel wird sicher etwas komplexerer Natur. Deshalb wird es auch ein Tutorial geben, das man zuerst durchspielen sollte. Das war jedenfalls die dringende Empfehlung der Leute. Natürlich klar, um in das Spiel wirklich gut reinzufinden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt darauf. Das liegt auch daran, dass ich Brettspiele immer sehr gern mochte und ich habe schon viel zu lange keins mehr gespielt und das wäre hier natürlich eine perfekte Gelegenheit, hier mal wieder offline und mit ausgeschalteten PC zu zocken. In die Box packe ich dir auch noch den Link zu dem Stream von Simon Entertainment, wo das Ganze auch nochmal vorgestellt wird und da kannst du dir dann alles auch nochmal anschauen. Hier noch das Cover zum kommenden 3. Band der Cyberpunk Comicserie Blackout. In dem Comic geht es ebenfalls nicht um V, sondern es geht um verschiedene Leute, die aber ebenfalls im selben Universum unterwegs sind. Release soll am 6. Juli sein, danach wird man den Band sicher auch irgendwann und irgendwo in Deutschland erhalten können.
Kommen wir zur letzten Community-Frage. Wie soll die erste Erweiterung zu Cyberpunk 2077 aussehen? Nightmare Clown wünscht sich im Wesentlichen eine Art Korrektur der nicht so schönen Ereignisse im Hauptspiel. Ich würde mir auch ein neues Ende wünschen, zum Beispiel, dass man Jackie irgendwie retten kann oder dass V einen neuen Körper bekommt. Cool wäre es auch, wenn man Johnny retten könnte, da wäre so viel möglich. Ich bin richtig gespannt, was wir da bekommen werden. Chris Chatty schrieb dazu und hier habe ich mich auf einen Auszug beschränkt. Für die nächste Erweiterung kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass die Hauptstory eine Fortsetzung bekommt, weil der Impact der verschiedenen traurigen Enden verloren gehen würde. Was ich mir aber für die Erweiterung vorstellen kann, neben den selbstverständlichen neuen Features und Items, dass zusätzliche alternative Storystränge zur Hauptstory hinzukommen, neue alternative Enden sowie weitere Nebenmissionen inklusive neuer Orte und Areale, die in der Stadt freigeschaltet werden. Ich wünschte mir hier sogar etwas mehr Komplexität und Spieltiefe, dass meine Entscheidungen größere und unabsehbare Einflüsse bekommen. Yoto dagegen wird sehr viel konkreter und möchte offenbar in 3 Minuten Leben retten, also jedenfalls wertvolles Leben. Interessante Erweiterungen wären für das Traumateam zu arbeiten oder wie es mit dem Politiker-Ehepaar, dem Perales, weitergeht, beziehungsweise wer genau dahinter steckt und wie lange die Modifikationen schon aktiv sind. Vielleicht wird auch die Story von Mr. Blue Eyes gelüftet und wir erfahren, wer diese mysteriöse Gestalt ist. Und für Dave muss unbedingt wieder eine der Top-Romanzen an den Start. Ich hoffe, dass wir in der ersten Erweiterung Judy Alvarez sehen werden, die nämlich zurück nach Night City kommt, weil sie ein Problem hat, wo wir ihr helfen soll. Würde ich echt cool finden. Spielen soll es auf der Raumstation oder im Casino. Es gab hier sehr viele Gedanken zu der ersten Erweiterung und alle sind ziemlich Nova. Ich würde am liebsten alles nehmen. Zwischenzeitlich gab es da ja einen gewissen Leak, darüber hatte ich ja auch schon berichtet. Link zu dem Video mit einem spoilerfreien Teil am Anfang packe ich dir in die Box. Ich will jetzt nichts groß spoilern, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Wenn das alles echt ist, dann werden sich sicher so einige Leute richtig über die kommende Vorstellung der Erweiterung freuen. Denn es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere Wunsch in Erfüllung geht. Mehr verrate ich hier an dieser Stelle nicht. Kommen wir zur neuen Community-Frage. Cyberpunk 2077 Gangs of Night City, ist das was für dich oder ist das eher nichts für dich? Und wenn ja oder nein, dann warum? Schreib es in die Kommentare. Das soll's auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.